Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ein sehr kontroverses Thema. Wir sagen euch mal unsere Einschätzung dazu. Wir können das gerne diskutieren in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf. Bleibt dran, nach dem Intro legen wir los. Ja, und zwar wurde ich schon einige Male angeschrieben und es haben mir einige geschrieben bei verschiedenen Videos, wo wir über das Thema Verhalten beim Camping geredet haben. Sagen wir mal so rum. Haben einige geschrieben, mach doch mal so einen Camping-Knicke oder sowas. Ja? Und dann dachte ich irgendwann, es ist also schon eine Zeit lang her, dachte ich, oh, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Weil es fällt ja schon auf, so dieses, ich nenne es mal Gemeinschaftsgefühl, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, geht etwas flöten. Vielleicht lag es auch an der Corona-Zeit, an den Neucampern, woran es auch liegen könnte, bin ich sogar sehr davon überzeugt, ist, dass viel mehr Campingplätze Mobilheime haben. Die machen zwar Camping, aber es hat mit dem Camping, was wir jetzt meinen, nichts zu tun. Und vielleicht liegt es auch daran, ist aber vielleicht etwas zu viel schwarz-weiß gemalt. Aber darüber wollen wir einfach mal uns unterhalten mit euch und austauschen. Deswegen nutzt gern die Kommentarfunktion, schreibt uns eure Kommentare rein. Wichtig ist, ich hatte ja im Spätsommer mal eine Umfrage gemacht auf YouTube in den Shorts. Und es haben auch etliche mitgemacht, ein paar hundert Stimmen waren das am Schluss. Und da ging es ja darum, findet ihr auch, was das Verhalten auf dem Campingplatz betrifft, ist schlimmer geworden, besser geworden und so weiter. Und da gab es auch ganz, ganz interessante Meinungen dazu. Und fangen wir mal beim ersten Thema an, was bestimmt, da haben nämlich nur 5% gesagt, dass das schlimmer geworden ist. Und zwar, dass die selbstverständliche Hilfe, zum Beispiel beim Rangieren auf dem Stellplatz zu helfen, das wäre nicht schlimmer geworden, also nimmt nicht ab. Ich weiß es nicht, es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass viele heutzutage einen Mover haben. Also viele brauchen ja gar keine Hilfe mehr, weil ich ja mit dem Mover auf meinen Platz alleine fahren kann und brauche keine Hilfe mehr. Aber wo wir jetzt im Sommer zum Beispiel waren, ne, gab es auch hinter uns Nachbarn, die hatten auch einen großen, was war das, ein Atria, glaube ich, war das, ne? Kann sein. Einen großen Atria, die hatten keinen Mover und da sind wir dann hingegangen, haben geholfen schieben, aber da kamen jetzt rundherum, waren schon viele Nachbarn, da kam sonst kaum einer, der geschoben hat oder geholfen hat, der seine Hilfe angeboten hat zu schieben. Und das ist uns schon ein paar Mal aufgefallen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Also ich finde schon, es hat etwas abgenommen, aber es spielt keine Geige mehr mittlerweile, weil viele einen Mover haben, da brauche ich die Hilfe ja nicht mehr. Ja, nächstes Thema ist, fällt uns auch immer wieder auf, nicht über fremde Parzellen laufen. Das ist eigentlich so ein normales Verhalten, ne? Weil man läuft ja daheim auch nicht über fremde Grundstücke, zumindest behaupte ich das einfach mal. Und ein Stellplatz ist ja während des Aufenthalts dann mein Grundstück. Und zumindest, wenn sie bewohnt sind, wenn es eine leere Wiese ist, kann ich ja schon drüber laufen. Das mache ich ehrlich gesagt auch. Ne? Oder wir. Muss man dazu sagen, deswegen habe ich geschrieben bewohnte Parzellen. Wir haben hier einen Zettel liegen, dass wir auch nichts vergessen übrigens. Ne? Und ja, da finde ich schon, und das haben auch 33% der Umfrage-Teilnehmer gesagt, finden schon, dass es schlimmer geworden ist, dass viele über die Parzelle einfach drüber laufen. Ne? Und das muss ja auch nicht sein, man kann ja außen rumlaufen, muss halt ein bisschen mehr laufen, wie eigentlich gedacht, wenn man jetzt über die Parzelle läuft. Aber das hat sich so eingeschlichen. Ich fände gut, und das soll auch der Sinn des Videos sein, einfach mal wieder daran zu erinnern, dass es so ein paar Grundregeln gibt, auch vielleicht für Neucamper. Ich weiß, es gucken ja auch ein paar Neucamper meine Videos, dass die auch wissen, was ist denn eigentlich so auf dem Campingplatz so State of the Art, was das Verhalten betrifft. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr das auch so seht. Ja, dann ganz einfach, der zweite Punkt, ne? Mhm. Das ist schon ein Thema auch zu Hause. Wenn man irgendwo spazieren geht, ist es genauso. Also ich glaube, das ist die Gesellschaft allgemein. Aber wenn man auf dem Campingplatz Leute trifft, sagt man einfach mal Hallo oder einen netten Gruß. Und wenn man nur im Kopf nickt irgendwie. Und das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es gibt ganz viele, die laufen einfach ohne zu zucken an einem vorbei, ohne mal irgendwas zu sagen. Finde ich auch blöd. Und selbst wenn man es jetzt sagt, ah ja, die verstehen die Sprache nicht, sind ja andere Nationalitäten, ist ja kein Grund. Hallo oder Hi oder was auch immer, kann ich trotzdem sagen. Das versteht ja jeder, ne? Ist ja kein Problem, da irgendwo was zu sagen. Und wenn ich nur mal kurz im Kopf nicke, das ist uns auch schon oft aufgefallen, dass das mittlerweile wirklich nachlässt. So die einfachsten Gesten, man kann doch mal die Leute grüßen. Klar, man kennt sie nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Also guten Tag sagen, schadet ja nichts. Ne? Tut nicht weh eigentlich. Tut nicht weh. Aber gut. Und man trifft vielleicht auch zweimal im Leben. Beim Spülen vielleicht. Genau.
Ja, genau, hilfsbereit sein, das ist dasselbe generell. Also das ist zum Beispiel beim Rangieren oder wenn jemand Hilfe braucht. Uns ist schon ganz oft aufgefallen, gut, wir haben jetzt auch YouTube und Kanal und sowas am Wohnwagen stehen, vielleicht liegt es auch daran, aber man sieht direkt, also Neucamper erkennt man direkt, dass sie erstmal unbeholfen sind. Ne? Das waren wir damals ja auch. Ne? Jeder fängt mal an und man merkt direkt, okay, das machen die zum ersten Mal. Und da kann man ja mal hingehen und fragen, du, kann ich dir eigentlich schon mal helfen? Ja? Wir waren damals auch froh, wie uns Leute geholfen haben. Das machen aber heute weniger. Ich mache es natürlich immer noch. Ja? Einfach mal fragen, kann man helfen? Wenn die sagen, nee, brauche ich nicht, ist okay. Dann gucke ich mir das Schauspiel weiter an, ist ja kein Thema. Aber man kann ja mal fragen. Und bis jetzt waren die meisten sehr froh, dass man sagt, ey, komm, guck mal drüber, wir machen das erste Mal hier. Und wie geht denn das eigentlich? Ist ja kein Hexenwerk. Ne? Oder wo wir damals Odenwald waren, haben sie da Hammer vergessen. So ganz einfache Dinge. Man hat einen Hammer nicht dabei, ne? Den man ja braucht für einen Hering zum Beispiel. Wenn man jetzt gerade irgendwelche Tellerkopfschrauben verwendet, braucht man einen Hammer. Klar, kann man den ausleihen. Ist ja heutzutage auf dem Campingplatz, sollte es kein Thema sein. Aber diese Hilfsbereitschaft ist etwas zurückgegangen, finden wir. Aber das betrifft die Allgemeingesellschaft, hat glaube ich mit dem Camping jetzt weniger zu tun, dass man sich gegenseitig nicht mehr so sehr hilft, sondern jeder nur auf sich bedacht ist. Ihr dürft gerne die Kommentare schreiben, wie gesagt, ich rufe es jetzt nicht immer auf, aber schreibt gerne eure Meinung rein, es kann gern kontrovers diskutiert werden. Das ist auch nur unsere Meinung. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid, schreibt es gerne rein, ist überhaupt kein Thema. Klar gibt es auch Leute, die sagen, ich will auf dem Campingplatz fahren, will meine Ruhe haben, will mit niemand was zu tun haben und will einfach nur für mich sein. Gut, okay. Auch das gibt's. Dann sucht man vielleicht einen Platz aus, der nicht gerade mittendrin steht, wenn das möglich ist. Und nicht in der Hauptsaison. Oder man fährt vielleicht, wenn es nicht anders geht, vielleicht auch nicht in der Hauptsaison, wo wirklich der Platz komplett voll ist. Weil da hat man jetzt seine Ruhe, das kennt ihr. Ne? Also gut, wir fahren in der Hauptsaison, weil wir es müssen, mit den Kindern, mit Ferien. Ansonsten würden wir auch außerhalb fahren. Aber wir sind eigentlich kontaktfreudig. Wir sind kontaktfreudig, ja, das gibt noch dazu. Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Nein, nein. Nee, aber wir würden außerhalb der Saison fahren, weil in der Saison kostet A viel mehr Geld und B ist es alles voll. Ne? In der Nebensaison ist alles günstiger, es ist weniger los, auch auf der Straße schon weniger los. Also es gibt nur Vorteile. Gut, die Kinder gehen noch in die Schule ein paar Tage, von daher nutzt das halt jetzt nichts. Ja, genau. Ja, dann Sanitäranlagen ist, glaube ich, ein Dauerbrenner-Thema. Man soll die Sanitäranlagen so verlassen, wie man sie auch gerne betreten würde oder vorfinden würde. Ja, oder ist auch schlimmer geworden, gell? Ja, definitiv, gerade bei den Frauen. Ja, bei den Damen. Ihr seid eh schlimmer wie wir. Danke. Frauen sind eh schlimmer wie wir. Danke. Doch, ist so. Sagen auch die Putzkräfte in den Waschhäusern, ne? Die sagen das auch. Ja, doch. Ja. Doch, hört man immer. Nachdem er denen Geld geboten hat. Nee, dürft ihr gerne mal schreiben, was ihr so denkt. Also ich meine jetzt wirklich, dass man nicht nach die Toilettenbürste benutzt und solche Geschichten, dass die Sanitäranlagen sauber gemacht werden generell. Das ist natürlich Sache des Betreibers, das steht außer Frage. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber ich meine jetzt generell nach Benutzung, dass nicht mit Klopapier auf dem Boden rumfliegt. Das kann man ja alles wegräumen oder ins Klo reinschmeißen. Das kann man ja alles wegmachen. Und da gibt es so ein paar, die das nicht so unbedingt für sich als Tugend nehmen. Finde ich ein bisschen schade, weil man es ja gemeinschaftlich benutzt. Wäre es halt schön, wenn es jeder hinterlässt, wie man es auch vorfinden möchte. Sollten wir machen. Ist ja auf den Parkplätzen ganz schlimm. Genau, ja. Und dann generell auch gegenseitig Rücksicht nehmen. Ne? Klar hat man mal Nachbarn, die machen mal die Musik an. Ich erinnere mich an die zwei Mädels dieses Jahr in Kroatien vor uns mit so einem Campingbus. Die hatten mal Musiklauf am Tag. Die Musik war gut, deswegen haben wir auch nichts gesagt. Aber ansonsten kann man sagen, macht es einfach ein bisschen leise, wir wollen eure Musik nicht hören. Ne? War aber okay. Ansonsten, wenn man sagt, okay, man macht etwas lauter oder ist etwas lauter, begrenzt man es auf seinen Stellplatz. Und wenn es die Nachbarn nicht stört, ist ja auch okay. Trinkt man zusammen mit einem Bier, ist auch gut. Genau. So kommt man ins Gespräch, so kriegt man wieder neue Kontakte. Genau. Da ist man im Gespräch, ja. Man stellt sich mal zusammen. Auch ist es heute nicht mehr üblich, wenn man sich mal gegenseitig hilft. Hey, komm, wir trinken mal ein Bier zusammen. Erlebt man immer noch, aber nicht mehr so häufig. Und das ist halt dieses, ich nenne es mal Gemeinschaftsgefühl auf dem Campingplatz, was wir eigentlich ganz gut finden. Und da ist es auch ganz interessant, weil da kommen welche mit einem Zelt, die nächsten stehen mit einem Wohnwagen da, der nächste hat ein Reisemobil oder einen riesen Liner. Und trotzdem sind alle auf dem gleichen Platz und trinken vielleicht abends ein Bier zusammen, weil sie das gleiche Camping halt gemeinsam gut finden, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und das finden wir halt schade, dass es nicht immer so ist, dass da sowas entsteht. Klar, man muss jetzt auch nicht mit jedem sich abends zusammensetzen, das will ich damit gar nicht sagen, aber sich mal zusammenzustellen, was zu erzählen, mal ein Bier zu trinken oder was anderes, ein Kaffee heutzutage, vielleicht auch mal interessant, findet nicht unbedingt immer statt. Ne?
Obwohl es schön ist, jeder hat was zu erzählen, man kriegt wieder neue Infos. Genau, man tauscht sich auch aus über, der hat das vorzählt, der nächste hat die Waage oder das Teil, das ist super gut. Man kriegt ja auch sehr viele Infos, auch gerade als Neuling ist es interessant, mal zuzuhören, was Altcamper, also auch für uns, wir campen jetzt auch schon über 10 Jahre, aber es gibt ja welche, die machen das schon 40 Jahre, ist ja auch mal interessant zu hören, was die so für Erfahrungen gesammelt haben. Also man wird nicht blöder deshalb, ne? Deswegen ist es ganz, ganz interessant, auch mal das zu machen, ne? Oder das zu hören. Genau. Ja, dann Thema Hunde. Wir haben ja auch einen. Der ist auch hier dabei. Irgendwo liegt er. Ah, da ohne sitzt er am Stuhl. Und chillt etwas, seine Base, wie unsere Kinder sagen würde. Genau. Beim Hunde ist es so, die müssen ja auf den Plätzen aller Regel angeleint werden. Das erlebt man auch teilweise nicht. Die laufen einfach frei rum. Und gut, wenn sie auf ihrem Platz bleiben, ist ja gar kein Thema. Aber die meisten rennen dann trotzdem da rum. Das ist halt nicht so günstig. Ne? Unser Hund findet das ehrlich gesagt auch nicht so lustig. Wenn ein fremder Hund auf unsere Parzelle kommt, findet er gar nicht lustig. Also A, sind sie anzuleihen. Und B, was noch viel schlimmer ist, das ist ein Thema, aber die Hinterlassenschaft auf dem Campingplatz nicht wegzumachen. Ja? Klar, die Betreiber stört das. Was mich halt immer ärgert oder uns ärgert, ist, die Hunde werden immer teurer auf den Stellplätzen, auf den Campingplätzen. Die nehmen ja teilweise über 10 Euro für einen Hund. Wenn sie da noch viel bieten mit Dogpark oder weißt du Geier was, von mir aus, ne? Aber die meisten haben ja gar nichts, dann ist es halt unverschämt, so viel Geld zu nehmen. Aber sie begründen das damit, was man jetzt von der Hand weisen kann, sie müssen ja auch die Hinterlassenschaften wegmachen, die Leute nicht wegmachen. Und da ist es halt schon ratsam zu sagen, okay, jeder macht seine Hinterlassenschaften vom Hund weg. Sofern Mülleimer aufgestellt sind, gehen wir jetzt mal von aus, ist das auch kein Problem. Und der Betreiber hat es dann einfacher und in der Folge sinken dann auch die Kosten. Nee, das war ein Traum, stimmt nicht. Die Kosten werden nicht sinken, aber trotzdem sollte jeder seine Hinterlassenschaften vom Hund wegmachen. Und wir haben es schon ganz oft erlebt, also wir machen es immer. Wir haben es aber schon ganz oft erlebt oder gesehen, wo es nicht gemacht wird. Ne? Teilweise auch von Dauercampern auf Campingplätzen, ne? Ja. Die ja immer da wohnen, wo man dann denkt, warum macht ihr es nicht gerade weg? Ihr lebt doch da den ganzen Tag oder jedes Wochenende oder was auch immer und die lassen es liegen. Ja, ist nicht so ganz Bombe, ne? Aber gut, so ist es. Ja, und dann ganz zum Schluss noch, ist ganz interessant, was ich immer mache, wenn wir auf den Platz fahren vorher, rein aus Interesse, weil jeder Campingplatz hat eine Hausordnung. Und da ist es auch ratsam, sich die mal anzuschauen, einfach mal drüber zu lesen, was da drin steht. Natürlich, in aller Regel ist es immer dasselbe, ne? Nachtruhe von abends um 22 Uhr bis morgens um 7 oder auch schon später. Da gucke ich halt auch schon mal rein, weil unsere Kinder teilweise auch länger wach sind, dass die halt dann irgendwann um die Uhrzeit dann ruhig sein müssen oder was da auch sonst noch drin steht. Ist aber ganz interessant. Deswegen mein Tipp, schaut auch mal in die Hausordnung des Platzes, wo ihr hinfahrt. Das muss man sich ja nicht dort angucken. Meistens haben sie auf der Homepage und man kann sich schon auf der Homepage angucken. Das mache ich vielfach, bevor wir irgendwo Plätze anfahren. Guck mal die Hausordnung. Ist ganz interessant. Klar, vielfach steht das Gleiche drin. Dennoch ist es interessant. Auch das Thema Mittagsruhe ist so ein Thema, weil viele haben das drinstehen in der Hausordnung. Aber es gibt praktisch keine mehr. Ich will damit nicht sagen, dass ich eine brauche. Ich finde es nicht notwendig, ehrlich gesagt. Aber es ist interessant, es steht bei vielen eine Mittagsruhe drin, aber es wird keine gemacht im Ernstfall. Ne? Und das ist auch interessant, da muss man es halt mal aktualisieren. Ja, das waren jetzt so die prägnantesten Punkte. Und in der Umfrage, die meisten Leute haben angegeben, über fremde Parzellen laufen ist mittlerweile normal. Das waren 33% der, die mitgemacht haben das angegeben. Und 25% sagen, immer mehr laufen regungslos an einem vorbei, also ohne Gruß, Hallo oder was wir auch schon angesprochen hatten. Und nochmal 25%, das waren die drei obersten Plätze, sagen, die Sanitäranlagen werden immer schmutziger hinterlassen. Ne? Nicht gereinigt von Betreiber, sondern schmutziger hinterlassen. Das sagt auch ein Viertel der Teilnehmer der Umfrage. Finde ich schon ganz interessant. Ja, das wären unsere Verhaltensregeln, die wir wichtig finden. Ich blende es euch auch gerade nochmal ein, dass ihr es mal auf einen Schlag seht, was uns jetzt so eingefallen ist. Aber jetzt kommt ihr ins Spiel. Was stört euch? Was habt ihr vielleicht schon mal erlebt, was eher negativ euch aufgefallen ist als positiv? Genau, also teilt uns eure Erfahrungen mit, schreibt es in die Kommentare, würde uns interessieren. Oder stimmt ihr uns auch zu in unseren Themen, die wir hatten? Oder habt ihr da Erfahrungen gemacht? Schreibt es gerne mal rein. Das soll ja so eine Art Austausch auch werden. Das Video ist quasi nur der Anfang, so als Gedenkanstoß. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt es gerne mal rein. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Jawohl. Oder auch Erfahrungen. Lasst uns auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde uns sehr freuen. Und vor allen Dingen, wir haben nur 2 Tage vor Silvester, wenn ihr es gleich guckt. Ansonsten ist es vielleicht auch ein schönes Silvesterprogramm, wenn ihr an Silvesterabend da sitzt.
könnt ihr euch das mal schauen, könnt das vielleicht auch mit Freunden, wenn ihr zusammensitzt, diskutieren. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Kommt gut ins neue Jahr. Genau, kommt gut ins neue Jahr, fangt das neue Jahr gut an. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir kommen auch im neuen Jahr wieder. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.